Das folgende Video wird euch präsentiert von IBM Global Entrepreneur, dem internationalen Startup-Programm für junge Unternehmen mit B2B-Softwarelösungen. Bewerbt euch jetzt und macht mit Big Blue den Planeten smarter. Herzlich willkommen bei Venture TV zu einem kleinen Update mit Alexander Marten. Alexander, herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Wir haben vor ungefähr einem Jahr das Vergnügen gehabt. Da waren wir beiden im Silicon Valley und haben uns da schön im Garten hingestellt, das Interview gemacht. Und innerhalb von 10 Minuten wurde das so dunkel, dass ihr nachher irgendwie nur noch den halben Alexander sehen konntet. Jetzt haben wir uns Kunstlicht ausgesucht. Das lässt uns nicht mehr im Stich. Und wir reden jetzt einfach mal ein bisschen über die Updates, die es bei euch gegeben hat. Das, was es Neues gibt bei Augmentation Industries, bei Matt. Ja. Und wir haben auch ein paar Sachen da und können uns das Ganze jetzt mal angucken hier. Ja, wir machen heute ein bisschen Sendung mit der Maus quasi. Ganz genau, ganz genau. Also ganz kurz, erklär nochmal, was ihr macht, für die, die das letzte Interview nicht gesehen haben. Wir sind einer der Datenlieferanten aus dem Autos. Big Data, Data Connectivity, Datability, die großen Schlagworte dieser Messe, das Connected Car, das ist das, was wir machen. Wir ziehen Daten aus dem Auto und stellen sie zur Verfügung. Das Auto produziert an sich schon eine Menge Daten, die im Moment verpuffen, nicht wirklich gespeichert werden. Oder so höchstens mal bei einer Fehleranalyse in der Werkstatt ausgelesen werden, aber es sind theoretisch viele Daten da und ihr nutzt sie jetzt auch. Ihr könnt sie aufzeichnen und nutzen. Absolut richtig. Wir nutzen dann solche Daten wie, was ist der Tankfüllstand, wie viele Leute haben ihren Sitzgurt angeschnallt, ist der Airbag explodiert, von der 3D-Beschleunigung her, in welche Richtung hat sich das Auto bewegt. Also damit kann man so ein Skid kann man rausfinden und solche Sachen. Für Energiesparen, für Unfallrekonstruktionen, für alles Mögliche, was es so gibt. Richtig. Und und das gucken wir uns jetzt mal an, tatsächlich hier am Live-Beispiel. Exakt. Dazu brauchen wir natürlich erstmal ein Auto. Ich habe mal eins mitgebracht. Und dann auch noch ein Mercedes. sogar ein SLS von AMG getuned. Nein, Spaß beiseite. Auf dem Messegelände fahren viele der Fahrzeuge, die mit unserer Technologie ausgerüstet sind. Aber hier haben wir natürlich für den Stand einen Simulator drin. Schön. Wir sind bei der CeBIT übrigens, für die, die das jetzt gerade noch nicht mitgekriegt haben. Genau. Der Trick daran ist, wir haben eine Fahrt aufgezeichnet im Vorfeld. Und da ist ein Simulator drin, der diese Fahrt, die wir aufgezeichnet haben, die ganze Zeit in einem Loop abspielt. Okay. Soweit das Innenleben des kleinen Bobbycars. Was wir gemacht haben, wir haben uns ja im letzten Jahr getroffen und da hatten wir gerade unsere Finanzierung bekommen und haben angefangen zu entwickeln. Und ich habe so ein bisschen die Historie aufgebaut. Wir haben angefangen mit wirklich sehr rudimentären Geschichten und haben angefangen aus Bestandteilen, die wir hatten und die wir kannten, was zusammen zu dübeln. Anders kann man das nicht ausdrücken. Dann sind wir cleverer geworden und haben uns mit einem Ingenieurbüro unterhalten und die haben für ein Beagleboard uns eine eigene MAD-Kommunikationsplatine entwickelt. Das ist genau das, was wir brauchen, um mit einem Fahrzeug sprechen zu können. Für die ein bisschen Fortgeschritteneren, es geht um CAN-Protokolle, es geht um KWP, es geht um K-Line und. Das sind die Sachen, die in der Autowelt wichtig sind. Und das Finale, was jetzt rauskommen wird, Mitte des Jahres, ist dann so ein Adapter, der dann einfach in die Schnittstelle eingespannt wird, die jedes Fahrzeug von Natur aus seit 2000 Jahren hat. Die findet man meistens im Innenraum unterm Lenkrad oder gerne in der Nähe des Zigarettenanzünders. Man nimmt einfach den Adapter, man steckt den auf und ab dem Moment kommuniziert er mit dem Fahrzeug. Dann gehen wir kurz rüber. Wir haben ein Smartphone und wie kann es anders sein? Mit Apps heutzutage natürlich alles. Auch wir haben eine App, die verbindet sich mit dem Adapter und jetzt sieht man hier sehr schön, wie sich das Fahrzeug über die A99 gerade bewegt, fährt mit 72 km/h, hat 2052 Umdrehungen die Minute und er fährt jetzt da lang. Diese Daten landen dann bei uns im Backend und können dann analysiert werden. Soweit das technische Update. Also wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, wir würden so Mitte des Jahres die Produktionsreife erreichen können. Ich fand die Idee ja, muss ich zugeben, schon vor einem Jahr mega spannend, finde das auch natürlich immer noch mega spannend. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gequatscht, was bei euch so passiert ist und außer einer coolen Technologie, die ihr habt, habt ihr ja auch noch die ganz normale Entwicklung als Startup. Ja, da gibt es mal Aufs und Ups und das ging bei euch auf und dann ging es auch mal ab. Du bist jemand, der glücklicherweise sehr offen drüber spricht. Von euch höre ich ab und zu mal, sprich doch mal mehr mit Leuten, bei denen nicht immer alles so glatt ging und bei denen nicht immer alles geklappt hat. Ja. Du erzählst da auch offen drüber. Das letzte Jahr war bei euch
auf, aber auch ein bisschen ab. Was ist passiert bei euch? Wir hatten halt sehr, sehr viele Entwicklungen. Zum Beispiel haben wir einerseits technologieseitig, hatten wir mit einem Entwickler zusammengearbeitet, einem Entwicklungsbüro, das uns viel versprochen hat am Anfang und gesagt hat, wir machen das alles, wir regeln das, das kostet euch X. Und wir haben auch uns ein bisschen hinhalten lassen, was die Verträge anging. Das ist ein Kapitalfehler des Anwalts gewesen, dass er da nicht weiter hinterher war. Aber so nach 4, 5 Monaten haben die gesagt, ach so, ja, Verträge können wir jetzt gerne machen, aber das, was wir hier entwickeln, das gehört an uns. Also ihr bezahlt es und ihr dürft es lizenzieren, aber die IP, also das, was dann das geistige Eigentum, das ist dann unseres. Und dann haben wir gesagt, ja nee, so geht's nicht. Und die Essenz gehört wem anders. Ja. Richtig. Und das war ein richtig herber Rückschlag, denn mit so einer Nachricht zu seinen Investoren zurückzugehen und zu sagen, wir haben mal gerade ein halbes Jahr in die Tonne geworfen, das tut weh. Also gerade für ein Hardware-Startup, wie wir es sind, wir haben eine Cash-Burn-Rate, die schon nah an den sechsstelligen Bereich rangeht. Und da kann man sich dann ausrechnen, dass so eine Finanzierung natürlich nicht ewig reicht. Wäre ja nicht so schlimm, wenn neues Geld nachkäme, aber da gab es tatsächlich auch irgendwie, was nicht so ganz rund lief. Der Vorteil, den wir dann wieder hatten, ist, dass wir ein Ingenieurbüro gefunden haben, die gesagt haben, ist gar kein Ding, wir haben das Know-how, wir helfen euch da weiter. Und die haben richtig sportlichen Plan aufgestellt, der aber bis heute, also ich klopfe mal auf Holz, wirklich auch so eingehalten wurde. Das war wiederum das Gute, also wir gehen wieder auf den Berg hoch, runtergehend jetzt wiederum, natürlich, wir haben viel Geld verbrannt in der Zeit dann und der Investor hat dann natürlich auch gesagt, Jungs, also wir glauben ja irgendwo an euch und wir wären auch bereit, nochmal zu investieren, aber auch nur dann und wirklich nur dann, wenn ihr noch einen anderen findet, der jetzt mit uns mitgehen würde. Ansonsten ist das zu viel und zu hart für uns, das zu machen. Und wir würden sie sagen, dann müssen wir den Laden dann noch abschließen, was extrem doof wäre. Ja. Das ist noch nicht so. Noch nicht mal so. Genau, ganz genau. Du bist jetzt gerade auch auf der Ausschau nach neuen Investoren. Richtig, ja. Genau. Wir waren heute Morgen, waren wir beim ARD Morgenmagazin um 4 Uhr morgens extra aufgestanden dafür, um dann sein Produkt 38 Sekunden im Fernsehen zu haben. Aber hey, super klasse. Dass der Gründer nicht alles in Kauf nehmen, Sie heute. Ja, wobei, das ist ja nicht wirklich so schlimm. Herr Gabriel war heute bei uns am Stand, hat sich die ganze Sache angeguckt, Wirtschaftswoche, Wirtschaftsblatt, also wir kriegen viel Attention dafür, das ist also super. Wir hatten jetzt gerade eine Pitching-Veranstaltung mit der N-Bank und man muss sagen, danach kam da genau kein Interessent. Das war für mich absolut neu, wo ich gesagt habe, huch, wir können hier zeigen, wir fahren mit der Technologie bei uns auf dem Gelände hier auf der CeBIT rum, das funktioniert alles, wir sind produktionsreif, aber warum ist denn jetzt keiner interessiert, in dieses Unternehmen zu investieren? Extrem unangenehmes Gefühl, muss ich sagen. Und klar, wenn man dann weiß, dass es irgendwann, was heißt irgendwann? Man weiß sogar sehr, sehr genau, wann der Zeitpunkt ist. Und bis wir dann niemanden gefunden hat, dann musste man die Türen abschließen. Und wie gesagt, das wäre ziemlich doof an der ganzen Sache. Trotzdem, es ist nicht alles schlecht. Es gibt Interessenten, die auch investieren wollen. Da reden wir natürlich jetzt noch nicht drüber. Aber von daher, du bist fleißig weiterhin dabei. Ja. Cooles Produkt. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was raus wird. Und wünsche euch tatsächlich viel Glück. Ich finde, das ist ein Produkt, was die Welt gut gebrauchen kann, was sehr, sehr spannend ist. Ja. Und bin gespannt auf die nächsten News. Hoffe, dass alles gut läuft, dass ihr euch weiter gut entwickelt. Wünsche dir viel Erfolg. Ja, wir sprechen demnächst dann wieder mal. So machen wir das beim dritten Update. Ciao. Danke, André. Ciao. Tschüss.